So Freunde, herzlich willkommen zurück bei WoW Classic. Nicht erschrecken, dass ich hier woanders stehe. Ich habe mich entschieden, nochmal ganz kurz offscreen nach Orgrimmar zu gehen, um meinem Wichtel das Feuerschild zu kaufen und den neuen Blutpakt. Ich würde nämlich gerne mal was testen. So, und zwar, ich würde gerne mal den Damage vom Wichtel jetzt einmal testen und dann nochmal vom Leerwandler. Wir machen das mal. So, wie viel macht der? 15, 15, 17... Wir müssen es mal anders testen. Ich muss mir dann doch mal meinen Damage später aufmachen. Warte, machen wir gleich mal. Wie war denn das überhaupt? Hatte ich das hier irgendwo Details? Ja, so kann man es aufmachen. Ach, geht da weg. So, ist das gut? Und dann immer kurz neu beschwören. Der Wichtel, ist der hier aufgeführt? Ja, da unten. Karuri, genau. Wir machen mal einen kleinen Damage-Test ganz kurz, weil ich muss einfach mal wissen, ob ich jetzt den Leerwander nehmen soll zum Leveln oder den Wichtel, weil der Leerwander hält halt die Agro. Ich habe da ja schon gesehen und ich muss es mal checken, ob das, ja, ob das was bringt, wenn ich es auf den Wichtel switche. Deswegen mache ich mal den hier. Stufe 15 Hyäne, einfach mal ganz normal kämpfen. Und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal an der gleichen Hyäne, auch Stufe 15 mit dem Leerwandler, ne? So. Wir müssen mal gucken. Also, der Wichtel hat jetzt insgesamt 62 Schaden gemacht. Jetzt muss ich nochmal 15 Hyäne, 15, okay. Jetzt beschwöre ich mal kurz meinen Leerwandler. Wir testen genau das gleiche nochmal. Wir ignorieren mal das Feuerschild. Das soll jetzt mal nicht das Thema sein. Das macht eh nicht so viel Schaden. Ein bisschen macht es natürlich, aber das wäre halt noch oben drauf. Ne? Bei Gleichstand gewinnt dann quasi der Wichtel wegen dem Schild. So, also wie viel waren es jetzt hier? 62 Schaden. Okay, dann los. Machen wir genau gleich. Um mal zu gucken, wie der DPS-Unterschied oder der, ja, der Damage-Unterschied ist. Weil ihr seht, ne, ich habe sofort wieder Aggro. Bringt mir also nicht allzu viel. Ich habe das Gefühl, die lebt wesentlich länger. So, 40 Schaden. Das heißt, der Wichtel hat jetzt 62 gemacht. Ich hole nochmal ganz kurz den Wichtel raus und mache nochmal einen zweiten Test, weil es kann auch sein, dass es ein Crit war. Ich habe es extra aufgepasst, beim Leerwander war es kein Crit dabei, also ich habe zumindest keinen gesehen. So. Ist die hier auch Stufe 15? Stufe 16. Ich würde gerne gleiches Level haben. Stufe 16. Da, die ist Stufe 15. Testen wir nochmal an der. Hier noch extra beim Leerwandler ein bisschen näher ran, dass der nicht so weit laufen muss, weil das wäre ja unfair. Der hat ja immer diesen Laufweg. So. Also Kampf geht schneller und das, also Wichtel hat auch mehr Schaden gemacht. Also ich denke, das ist relativ eindeutig, ne? Der Wichtel macht deutlich mehr Schaden, weil der Kampf geht kürzer und trotzdem macht er mehr Schaden. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal beim Wichtel. Also einmal, er macht mehr Schaden. So, das ist eine. Das zweite ist, ich habe hier noch zusätzlich das Feuerschild, was auch noch mal ein bisschen den Schaden erhöht. Ist zwar nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ne? Es waren jetzt hier immerhin 6% meines Gesamtschadens durch das Feuerschild. Die würden mir sonst fehlen. Und, was auch noch ganz nice ist, der Wichtel gibt mir 7 Ausdauer. So, guckt mal auf meine HP. Ich habe jetzt 300, wir runden mal, 360 HP. Mal ausmachen. So, 280. Das heißt, wir können es auch so rechnen, ein Ausdauer sind ja immer 10 HP. Das heißt, wir haben 70 HP extra durch den Wichtel. Also das sind knapp, ja, 17-18% mehr Leben. Und das ist auch ziemlich genau das, was ich auch verliere, wenn ich mit dem Leerwandler spiele. Also es nimmt sich auch nichts. Der Wichtel gibt mir quasi das an HP obendrauf, was der Leerwandler wegtankt. Also wir haben auch defensiv jetzt erstmal überhaupt gar keinen Nachteil. Genau, ich würde sagen, wir bleiben also erstmal beim Wichtel und gucken dann mit Stufe 20, ob der Leerwandler dann mit Qualrang 2 die Aggro halten kann oder nicht. Ansonsten bleibe ich halt erstmal beim Wichtel oder, ich weiß nicht, gibt es denn nicht noch ein neues Pet, den Teufelshund oder so? Ein Hundi? Den gibt es ja auch noch. Stufe 18, Alter. 16, da, die will ich haben. Denn wir brauchen noch 4 Harpien. So, wunderbar. Ja, also das hätte ich auch verloren beim Leerwandler. Das ist am Ende egal. Stufe 15, wunderbar. Ich muss näher. Überlege, ob ich die Peine weglasse. Ja,
doch, kann man echt weglassen. Das bringt halt überhaupt nichts. Die Verderbnis tickt ganz gut, ne? Die macht hier 15%. Ja. Genau. 14. Klong, klong, klong. Ja, der Wichtel ist bei mir auf Platz 2, ne? Auf Platz 2, das ist schon wirklich ganz gut, tatsächlich. Ja. Gut, das ist halt das ist halt das einzige Problem, aber wir haben es auch recht lange gefarmt, am Stück. Müssen wir uns eh gleich mal heilen. Oh, das war knapp. Huch. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht irgendwas pulle. So, mal kurz ein bisschen essen. Da, 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 da. Ich brauche unbedingt mal besseres Essen hier, das bringt fast gar nichts mehr. Müssen wir mal, dann mal was beim Gastwirt kaufen oder so. Oder haben wir noch irgendwas gedroppt hier an Essen? Nö. Okay. Ja. Stufe 15, nehmen wir den. Jetzt sind nur noch 3 Harpien. Ich dachte immer, dass diese das Feuerschild auch noch irgendwie ein bisschen die Rüstung erhöht oder irgendwas Schaden senkt. Ein Fleischschenkel, das ist ja toll. Oh, schon 15. Aber tut's irgendwie nicht, vielleicht erst auf höheren Stufen, da kenne ich mich gerade nicht aus. Wir kriegen auf jeden Fall auch bald nochmal einen neuen Feuerblitz, Rang 3, der macht dann aber deutlich mehr Schaden. Der Vorteil am Leerwandler ist halt, der skaliert... Oh, was ist das? Ah, okay, eine Brust. Ne, brauche ich nicht. Der skaliert halt live. Also im Prinzip, wenn der ein Level up hat, kriegt er Stats und macht auch dann automatisch mehr Schaden. Beim Wichtel ist das nicht so. Der Wichtel skaliert halt gar nicht. Der bleibt quasi immer gleich stark, bis man höheren Zauberrang irgendwann freischaltet. Beziehungsweise irgendwann wird er auch skalieren, wenn du irgendwann mehr Intelligenz bekommst. Ich glaube, die Pets kriegen immer einen kleinen Teil davon ebenfalls. Aber das ist nicht der Rede wert, erstmal im Low-Level, das ist, glaube ich, relativ egal. So. Wunderbar. Dann gönne ich mir mal diesen Fleischschenkel hier. Halt der ein bisschen mehr? Ja, der halt wesentlich mehr. Der ist gut. Da tickt es gleich richtig hoch. Jawohl, ja, so muss es sein. So. Schon wieder 17, aber kriegen wir auch hin. Ich finde es krass, dass hier das Level so sehr gespreadet ist, dass die hier wirklich von 14 bis 18 alles dabei haben. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Lasst mich endlich frei, mir reicht es. Ein kleiner Wichtel. So, Quest erledigt. So, jetzt muss ich bloß mal... genau, Pilzsporen fehlen jetzt noch. Die müssen wir uns noch irgendwie holen. Ich gehe hier aber erstmal weg. Ich weiß gar nicht, eine Oase. War man denn hier noch eine Oase? Weißt du was, ich gehe nochmal hier zu der Oase. Da können wir gleich hier rumgehen. Und schauen nochmal nach den Pilzen. Das muss ja hier sein normalerweise. Das gibt's doch nicht. Das ist das, dass die nirgendwo zu finden sind. Das glaube ich einfach nicht. Wir brauchen Pilze. Lecker, lecker. Wie viel brauchen wir überhaupt davon? Wo steht's da oben? 4 Stück. Tja. Die Oasen des Brachlands verbergen ein Mysterium, in den Wassern fließt Lebensenergie, die alle Pflanzen und Wildtiere erquickt, die davon trinken. Es gibt einen Pilz in der Nähe, dieser Oasen wächst. Ja, tja. Wahrscheinlich einfach überfarmt und vergessen, dort die dynamische Spawnrate zu aktivieren. Das ist mal meine Theorie. Da, da, da.
So. Zack. Ja, wo haben wir hier Pilze? In der Nähe dieser Oasen. Also ich habe halt so eine schlechte Erinnerung teilweise an manche Sachen, aber ich glaube, dass die ringsrum um das Wasser immer gespawnt sind, diese Pilze. Aber ich finde halt nirgend... Da! Siehst du? Da steht einer direkt davor. Lootet er den gerade? Okay, scheiße. Wow, da hast du hier einen Pilz in der gesamten Oase. Ja, super geil. Dann müssen wir jetzt hier wirklich auf den Respawn warten, weil wenn ich jetzt hier weggehe, kommen halt wieder andere und nehmen sich das Zeug. Ach Mann, das ist aber auch wirklich blöd gemacht. Das ist echt doof. Können da nicht ein paar mehr stehen? Oder können die nicht ein bisschen besser respawnen? Tja. Ich sag ja, ne? Am Wasser spawnen die quasi. Naja, ich farm hier einfach jetzt ein bisschen diese Kollegen, gibt's ein bisschen EP. Und währenddessen schauen wir, ob wir hier irgendwo einen Pilz sehen. Dann, jetzt weiß ich wenigstens, wie er aussieht. So ganz groß und grau. Dann schnappen wir uns den schnell. Übrigens, das ist ein großer Vorteil von Hunter oder auch Schamane oder auch Druide. Die haben schon eine relativ... Oh! Was? Ein Schlüssel? Beutetruhen der Kolka. Okay. Das sagt mir gerade gar nichts. Genau, also die haben schon relativ früh irgendwelche Sprints oder eben ihre, ja, wie heißt sowas? Speed-Buffs? Ach Mist, scheiße. Aber hier ist einer respawned. Die kommen dann da wesentlich besser ran als andere. So, Nummer 1. Tja. Naja, müssen wir mal gucken. Beutetruhen der Kolka. Ich gehe mal hier zu dem Ding hin. Mal gucken, ob wir hier so eine Beutetruhe finden. Und was da drin ist. Oh, sehe ich hier irgendwo eine Truhe? Nee. Nee, hier ist keine Truhe. Ja, wer weiß, wo man die herkriegt, ne? Mal gucken, ob der noch einen Schlüssel hat. Ist der einzigartig und seelengebunden? Einzigartig, okay. Gut, da kann man eh nur einkriegen. Dann müssen wir mal gucken. Beutetruhen, das klingt immer so nice. Wahrscheinlich ist nur irgendwelcher Quatsch drin. Weiß es nicht. Egal. Wir suchen weiter nach Pilzen. Das ist sicherlich ein bisschen langweilig, aber es gehört eben leider auch dazu, dass man in den überfarmten Gebieten dann auf Dinge warten muss, bis sie wiederkommen. Gibt's Schlimmeres auf der Welt, aber es ist halt... irgendwie doof, dass das nicht ordentlich respawnt, weil es sind halt Haufen Leute, die das brauchen. Und ja, es kommt halt nichts wieder. Ich laufe hier einmal ringsrum. Einfach ein bisschen im Kreis laufen, dann wird es schon irgendwann respawnen. Im schlimmsten Falle kommt es da hinten, da habe ich halt Pech gehabt. Ich gehe mal zum Zelt und gucke mal, ob da eine Beutetruhe ist. Beutetruhe, wo bist du? Gerade keine da. Boah. Pilze. Nichts hier, ne? Unfassbar. Tja. Ich will mal gucken, ob wir noch ein paar Kommentare zum Vorlesen haben, während ich hier, während ich hier noch rumsuche. Oder noch irgendwas zu Classic haben.
Okay, das ist ein bisschen lang hier. Das, wobei, wir brauchen hier eine Weile, da kann ich das auch mal vorlesen, längeres Kommentar. Der Fotografie Kiaolen schreibt, du sagst es, das Feeling von damals lässt sich niemals wiederherstellen, aber die Erinnerungen wieder hochleben lassen, das ist doch was sehr Gutes und es scheint gut anzukommen. Warte, mal kurz mal hier Kurs setzen, so. Du meintest noch, dass es eventuell gut gewesen wäre, wenn sie einen Server damals so gelassen hätten. Die Überlegung finde ich gut, wenn ich jedoch länger darüber nachdenke, bin ich der Meinung, dass die Spieler von damals noch nicht bereit dafür gewesen wären. Da ist ein Pilz, oder? Den muss ich mal ganz kurz holen, ich lese gleich noch zu Ende. Der wird mich schon abbrechen. Wo ist das? Kann das Pad mal Akku halten? Ach, egal. Komm hier. Friss. So, mein Pilz. Warte, ich lese gleich noch weiter. Aber den kann ich mir ja nicht entgehen. Oh, da ist noch einer. Oh, jetzt muss er aber hier. Warte mal, bevor ich mein Pet mal beschwöre. Schnell. Pilze! Wir brauchen Pilze. So, noch nicht bereit dafür gewesen wären und nicht die Masse angesprochen hätte. Denn wir waren ja alle mega heiß auf die neuen Addons. Denke nur an die nächtlichen Aktionen, wo alle um Mitternacht von vorne im Mediamarkt standen, um den Game gleich zu kaufen. Ansonsten toll, dass du die alten Zeiten wieder hochleben lässt. Viel Spaß dabei. Ich schaue dir jedenfalls immer gerne zu, egal um welches Game es geht. Ja, vielen Dank für das große, lange Kommentar. Ja, gut, ich sag mal so, man muss gar nicht bereit gewesen sein, aus meiner Sicht, für einen Classic-Server schon damals. Ich finde, es hätte genügend Leute gegeben, dass man zumindest pro Region immer einen Server hätte lassen können. Und der Punkt ist, glaube ich, der. Sie haben sich seit Classic, also quasi mit dem Release von Burning Crusade, und das war, glaube ich, der große Fehler, haben sie sich immer mehr vom normalen Spiel entfernt. So, sie haben, man muss ja nur gucken, sie haben ja, Classic ging ja bis Stufe 60. Und BC ging dann nicht bis Stufe 120 oder bis Stufe 100, sondern bis Stufe 70. So, das heißt, sie haben eine kleine Extrawelt gemacht, halt ein Add-on, ja, und haben dann gesagt, okay, 10 Level und dann bist du fertig. Das Problem ist, wenn ich so ein Add-on designe, dann habe ich eigentlich ja nur noch End-Content. Ne? Der normale Mid-Range-Level-Content, der fällt ja dann flach. Da bist du, gut, damals dauert es natürlich noch ein bisschen länger als heutzutage, da bist du mal 2 Wochen beschäftigt, aber dann ist auch over. Ja, da bist du quasi, da hast du das Spiel dann quasi durchgespielt. So. Nun ist natürlich die Frage, kann man ein MMO durchspielen? Viele sagen nein, ich sage ja, natürlich kann man ein MMO durchspielen. Und aus meiner Sicht hat man ein MMO durchgespielt, theoretisch zumindest, wenn man das höchste Level erreicht hat. Denn alles, was danach kommt, ist im Endeffekt nur Zeitbeschäftigung bis zum nächsten Add-on. Ja, das Raiden, die Dungeons, also die High-End-Dungeons oder jetzt hier Mythic Plus und Battlegrounds, das ist alles nur Beschäftigungstherapie, weil du wirst zwar ein bisschen stärker, aber du hast im Grunde keinen neuen Content, sondern das, was du machst, ist, du wiederholst den bestehenden Content die ganze Zeit. Und deswegen sage ich, durchgespielt ist in MMO, wenn man Max-Level ist, denn danach kann man natürlich noch weiterspielen, aber das ist dann eben Endgame. So, und Endgame hat eben immer den großen Nachteil, dass es total repetitiv ist. Das macht ja auch Sinn, es muss ja repetitiv sein, sonst wäre es ja kein Endgame, ne? Also das ist in sich ja schon logisch, aber das Endgame hat eben den riesigen Nachteil, dass es einen nicht lange wirklich bei der Stange hält. Und dann, das konnte man auch sehen, die Frequenz, mit der dann im Endgame neue Patches kamen, wurde immer weiter erhöht, also unglaublich schnell. Ja, Burning Crusade zum Beispiel dauerte wesentlich länger, da hatte man viel, viel mehr Ruhe quasi zwischen den Patches als mit Battle for Azeroth oder mit Legion. Ja, alle 77 Tage ein Patch, das ist irre. So, aber das muss man halt irgendwie, das ist so eine Endlosspirale, die sich einfach Ewigkeiten dreht. Und ich finde, wenn man von Anfang an gesagt hätte, wir machen einen Classic-Server und auch einen BC-Server dann nach BC und wir lassen einen WOTLK-Server nach WOTLK und so weiter, hätte jeder Spieler immer zumindest die Wahl gehabt zu sagen, okay, eine Kopie meines damaligen Charakters ist auf dem Server bestehen geblieben, ich fand die damalige Zeit cool, das Endgame aktuell macht mir nicht ganz so viel Spaß oder da ist jetzt, habe ich alles abgegrast, jetzt kann ich mal wieder die alte Zeit. Oh, okay, komm ich nicht mit. Komm ich nicht hin. Scheiße! Verdammt! Jetzt kann ich nochmal die alte Zeit so ein bisschen wieder zurückerleben. Und also ich hätte nie was dagegen gehabt, wenn man gesagt hätte,
der Patch ist jetzt zum Beispiel für Battle for Azeroth als Beispiel, ne? Patch ist draußen, 7.2, du bist immer ein paar Wochen beschäftigt, so 3-4 Wochen, dann ist der Patch durchgespielt, ne? Das trifft zumindest auf die allermeisten zu. Dann ist wirklich nur so Kleinkram zu erledigen und dann kann ich zumindest immer switchen. Ja, es kostet mich ja nichts, es ist ja im selben Abo drin. Ich kann jederzeit auf meinen Classic-Server oder BC oder WOTLK-Server und dort zocken. Weil das ist das, was viele dort auch gemacht haben. Obwohl es den Server nicht gab. Die sind halt auf die Privatserver gegangen. Ja? So, zwischen den Patches. Und das, ja, hätte man halt vermeiden können. Es hätte einfach niemandem geschadet, sagen wir es mal so. Ne? So, und der zweite Punkt ist, sie hätten, wenn diese Server, diese Classic-Server, das, ich meine, es ist nicht nur Vanilla, sondern auch BC und WOTLK, diese ganzen Classic-Server, hätten sie das von Anfang an konsequent so auch gemacht. Dann hätten sie eventuell feststellen können, guck mal an, es spielen aktuell mehr Leute den Classic-Server als den Battle for Azeroth-Server. Haben wir was falsch gemacht? Weil, ansonsten sehen sie es ja kaum. Die Abo-Zahlen bleiben ja relativ konstant bei WoW, weil die ganzen anderen MMOs alle ziemlich, ich will nicht sagen kacke sind, aber die machen halt dasselbe wie WoW. Endgame, 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 Raid, 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 ne? Das ist dann nichts Außergewöhnliches. Also, wenn ich mal als Beispiel, no hate an der Stelle, aber wenn ich mal an Rift denke, Rift ist aus meiner Sicht eine 1:1 Kopie von WoW. Und zwar in so ziemlich allen Punkten. Das Interface, die Grafik, die ganzen Inhalte, es ist alles genau gleich. Es ist 100% Kopie. Ja? Ich weiß, einige spielen Rift ganz gerne, jedem das seine. Ich habe es auch mal angezockt, aber in dem Moment, wo ich das Spiel gestartet habe, dachte ich mir, okay, da kann ich auch WoW spielen. Weil es war halt im Prinzip dasselbe. Es gab zwar andere Klassen und coole Kombinationen, also sie hatten auch ihre Vorzüge natürlich, aber es war jetzt nichts anderes, nichts Außergewöhnliches, nichts, wo ich sage, deswegen höre ich jetzt mit WoW auf und spiele das, weil das bringt ja nichts. Ja. So. Also Blizzard lernt ja nicht aus Fehlern, wenn sie keine Konkurrenz haben. Das ist so ein bisschen das Problem. So, naja. Hätten das aus meiner Sicht sowieso immer schon ein bisschen anders machen sollen. So, einen Moment kurz. So, Verzeihung, ich musste ganz kurz ans Telefon gehen, das war sehr, sehr wichtig. Jetzt können wir aber weitermachen. Boah, ich gerade stehen geblieben. Ich hab jetzt einen Faden verloren, wo ich gerade gequatscht habe. Ich weiß es nicht mehr. Ah doch, jetzt, genau, wegen Endgame und so. Ich fand das immer ein Fehler, dass sie das Endgame so sehr in den Vordergrund gerückt haben. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Es ist zwar ganz cool, das Endgame immer gewesen auch, aber dass sie das so krass in den Vordergrund gerückt haben, fand ich also irgendwie immer schon ein bisschen doof. Ja, weil was bleibt im Endgame? Raiden, ja, Fraktion hochfarmen, Dungeons gehen, ja, weiß ich nicht. Das sind alles Dinge, die hätte man auch ins Spiel selber integrieren können. Gut, das Raiden jetzt nicht, das sehe ich dann schon so wie, also ich fand das eigentlich immer am besten, wie es ganz früher so Classic eben war. Ne? Du hast so 80% normales Gameplay, Level-Content, neue Gebiete, Questen, stärker werden, ja? Level aufsteigen, Talentpunkte bekommen und sich halt irgendwie durch diese coole Welt durchwurschteln. Und dann hast du die restlichen 20% an Endgame. Das kommt halt immer darauf an, wann man einsteigt. Ne? Klar, irgendwann sind alle im Endgame, das lässt sich auch nicht vermeiden. Und dann muss halt ein Addon kommen. Das ist also von der Logik her schon richtig. Aber ein Endgame, hier ein Addon zu bringen, weil alle im Endgame sind und das Addon selber besteht im Prinzip nur aus Endgame, finde ich irgendwie eine komische Herangehensweise. Also wäre eigentlich sinnvoller gewesen, wenn man ein Addon gebracht hätte, was wieder dazu führt, dass die Leute lange Zeit nicht im Endgame sind. Weil je eher Leute im Endgame sind, desto eher muss ich ja wieder neuen Content bringen. Also entweder Patches oder Addons. Und wenn wir mal ehrlich sind, die ganzen letzten Patches, die in WoW gekommen sind, innerhalb eines Addons, sind teilweise von der Größe her quasi ein Addon. Also die sind immens groß. Ja, da kommen teilweise Kontinente hinzu. Das ist schon wirklich erstaunlich. So. Also es macht halt für mich irgendwie wenig Sinn zu sagen, okay, alle Leute sind jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr im Endgame, also bringen wir ein Addon raus, wo man auch im Endgame quasi sofort ist. Das ist irgendwie komisch. Wie lange hat die Levelphase in Battle for Azeroth gedauert? Ich weiß gar nicht mehr. 3 Tage? Also sie geben sich ultra viel Mühe mit der Welt, mit coolen Quests von mir aus, ja, wird es schön durchgeführt, ein Pilz, der letzte, ne? Bauen Fraktionen ein, viele neue Assets, Gebäude und machen sich richtig viel Arbeit
für letztendlich 4 Tage oder 3 Tage, weil länger dauert das Level in BFA nicht. Und dann ist halt Endgame. Dann machst du repetitiv die Dungeons, ne, Mythic Plus, immer wieder dasselbe und nochmal und nochmal und nochmal. Ja? Dann kommt alle 6 Monate ein neuer Raid raus. Okay, das ist noch ein bisschen Arbeit, aber ist es auch nur ein kleines Gebiet, wenn man das mal vergleicht mit der Open World. Ne? Da kommt ab und zu mal eine neue Insel, Battlegrounds kommt gar keine. Also dieser ganze End-Content ist irgendwie dann zu wenig, ja, verglichen mit der Arbeit, die sie in diese, ja, in die Open World stecken. Weil da ist man halt schnell durch. Da müsste halt die Levelphase länger sein. Und das wäre halt auch cooler gewesen. Also ich persönlich fände es cool, wenn in zukünftigen WoW-Addons das Endgame eine wesentlich geringere Rolle spielt, also wirklich ein Endgame ist. Ja, also, ich weiß nicht, wie ich das besser, wie ich das erklären soll. Also Endgame heißt für mich, das steht am Ende und nicht am Anfang. Und dadurch, dass sie es aber relativ an den Anfang stellen, also ich rede mal immer von 2 Jahren, ne? Ein WoW-Addon geht 2 Jahre so ungefähr. So. Und das Endgame von dem Addon beginnt nicht etwa im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr, sondern beginnt 3 Tage nach Release. So. Und es wäre halt schöner, wenn das Endgame einfach ein bisschen später beginnen würde. Ne? Ein halbes Jahr nach dem Release oder ein Dreivierteljahr nach dem Release, dann kann ja Endgame beginnen. Und nicht eher. Weil dann brauche ich diesen ganzen Level-Content nicht. Dann kann ich die Level abschaffen. Dann brauche ich auch keine neuen Gebiete. Ja, dann ist das alles totale Zeitverschwendung. Und sind wir mal ehrlich, das Level macht eh kaum Spaß. Du kriegst ja auch nichts. Du kriegst keine neuen Fähigkeiten in BFA zum Beispiel oder auch in Legion. Du kriegst keine neuen Talente. Hä, wieso ist der grau? Okay, komisch. Du wirst auch nicht stärker während der Levelphase, wirst sogar immer schwächer. Das sind alles so Dinge, die sind einfach dumm, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie blöd. Also, wie gesagt, aus meiner Sicht, das ist vielleicht eine Lektion, die sie aus Classic lernen können, aber denkt dran, das ist nur meine Meinung, ihr könnt gerne eine andere haben. Aber ich finde, die Lektion, die sie lernen können, ist, Endgame sollte am Ende eines Addons stehen und nicht am Anfang. Wenn sie das hinkriegen mit dem neuen Addon, dass man wirklich lange Zeit levelt und stärker wird, neue Talente bekommt und eben dieses, eben so ein bisschen Classic-Feeling wieder hat in dem aktuellen Addon, ich glaube, dann kommen die Addons auch insgesamt besser an. Weil, das sagen uns zumindest auch die Spielerzahlen, am Anfang von BFA gab es 10 Millionen Spieler, nach 2 Monaten ungefähr waren es nur noch 4 Millionen Spieler. Also fast ein Drittel. Ja? So. Und ich glaube, das sagt genügend aus. Das habe ich irgendeine. Da wollte der mir nicht gerade noch eine Quest geben? Okay. So. Und natürlich ist mir klar, dass es ein paar Leute gibt, die das anders sehen. Das sind auch dann die, die dann BFA jetzt aktiv spielen und da richtig Spaß am Endgame haben. Aber Blizzard baut ja normalerweise ein Addon nicht für 1 Million Spieler, sondern für die große Menge. Und die große Menge möchte das ja eigentlich nicht, ne? So in der Form haben. Ja, jetzt kriege ich die Quest. Raus mit der Sprache. So. Na, Thunderbluff, okay. Oh, bevor die Zeit abgelaufen ist, warte. Dann nicht. Dann machen wir das später. Ja, können wir mal eine kleine Reise machen nach Thunderbluff. Ich will noch einen Flugpunkt holen. So, da muss ich da hoch, ne? Naja, auf jeden Fall, so würde ich es machen. Ich würde im nächsten Addon quasi gucken, dass ich den Midrange-Content, den Low-Content, also den Level-Content schön ausdehne, dass man dann locker, wenn man als normaler Spieler so 2-3 Stunden am Tag zockt, locker ein halbes, dreiviertel Jahr braucht. Okay, dreiviertel Jahr ist ein bisschen lang, aber so 6 Monate braucht, um auf die aktuelle Max-Stufe zu kommen. Ja? Und auch vor allem währenddessen viel Content hat, viele neue coole Sachen hat, Talente, neue Fähigkeiten, alles mögliche. Also so richtig gutes Gefühl beim Level hat, wie in Classic eben auch, ne? Und dass man dann irgendwann ins Endgame reinstolpert und dann auch wirklich Endgame spielt. Zum Sieg. So, ich nehme alle Quests hier an. Können noch was abgeben. Noch was verkaufen müssen wir. Mögen euch die Winde leiten. Die brackige Oase, das ist die andere. Muss auch noch gleich hin. Weil ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das so seht. Eiskalte Milch. So, die kann ich ja umwandeln noch kurz. Und dann verkaufe ich die beim Händler hier, die Leinstoffballen. Beziehungsweise können auch theoretisch daraus Taschen machen, aber ich habe keine Fäden mehr. Naja, hier gibt es 10 Platzbehälter für 2 Gold. War immer so schlecht.
Ja, weil diesen quasi 13 Kupferwert, einen Leinstoffballen, wenn ich jetzt zweimal Leinstoff habe, aber ich krieg 14. Also ich kriege quasi 24 Kupfer obendrauf, wenn ich das hier habe. Und ich brauche die jetzt eh nicht mehr, weil ich brauche jetzt eben Wollstoff. Also der Kram ist jetzt relativ egal hier. So, okay. Jo, dann würde ich sagen, Freunde, machen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Erfüllen der weiteren Quest. Beziehungsweise ich glaube, weißt du, was wir machen? Ich habe eine bessere Idee. Wir schieben jetzt mal einen Dungeon rein. Ich begebe mich jetzt mal, mache ich aber offscreen nach Orgrimmar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Orgrimmar wieder und gehen mal in den Ragefire-Abgrund. So, also würde ich sagen, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. We met many years ago. Upon a dusty road. You, a humble priest, and me, a feeble rogue. We were the weakest of the weak, the lowest of the low. But when we fought together, our legend did grow. We battled our way from Black Rock Spire to Molten Core. Took 40 hours for Ragnaros and only wanted more. Our days of being weak are firm. In the past, and now our shields are stronger, our bombs are built to last. So, whether you're for the Alliance or if you're for the Horde, it's time to toast to 15 years. Everyone, raise your sword. No enemy can defeat us, there's no battle we can't win. When we crunch the numbers, stand together and Leroy Drinking.